Für die ersten Gespräche mit Dauphin geführt haben, ging es darum, eine neue Dressurreihe für die Marke Dauphin zu konzipieren. Wir haben festgestellt, dass es sinnvoll wäre, eine ganz neue Plattform zu entwickeln. Wieso eine Plattform? Den Begriff haben wir nicht gepachtet. Aber letztendlich ging es darum, eine Basis zu schaffen, was eventuell später für andere Produktreihen benutzt werden kann. Dies hat einen einfachen Hintergrund. Man kann Komponenten in beliebiger Art und Weise miteinander kombinieren. Diese Plattform ist sehr kompakt und hat die Besonderheit, dass alle Funktionen integriert sind. Es ist eine All-in-Mechanik, wenn man so will. Die bezieht sich nicht nur auf diese typische Mechanik, sondern es gehört nochmal ein Sitz und die Armlehnen dazu. Und bis dahin wäre die Baugruppe identisch für die weiteren Produktreihen. Das Interessante an der X-Code-Plattform ist, dass wir das Ganze sehr kompakt aufgebaut haben. Die Funktionen sind so platziert, dass der Nutzer sie einfach und intuitiv bedienen kann, aber auch schnell beim Sitzen die richtige Einstellung vornehmen kann. Bei Bedarf kann man auch die Bedienungsanleitung über den integrierten QR-Code einfach herunterladen. Das Ganze ist so aufgebaut, dass wir eine flache Schnittstelle haben, an der verschiedene Rückenlehnen montiert werden. Wir haben bei diesen Rückenlehnen zwei Varianten aufgebaut. Eine Variante, wie man hier sieht, die kompakt aus Kunststoff konzipiert ist. Es ist eine flache Struktur, die sich sehr fein an die Formensprache der Plattform anschmiegt. Diese Struktur ist stabil, auf der anderen Seite bringt sie natürlich hohe Flexibilität, was wiederum den Komfort für den Nutzer erhöht. Wie man hier sieht, ist eine Schale, die wir mit einer bestimmten Membrane bezogen haben. Es ist eine dreidimensionale Struktur, eine dreidimensionale Membrane, die speziell für den X-Code entwickelt wurde. Die FlyKnit-Technologie erfüllt hier alle Anforderungen. Die Membran hat eine hohe Stabilität, eine schöne Elastizität, die wiederum für den Komfort wichtig ist. WebX, das dreidimensionale Gewebe für unsere nahtlose X-Code-Rückenlehne, wird in einem Arbeitsgang aus einem kontinuierlichen Garnstrang erzeugt. Wichtig bei der Verwendung einer Membran ist, dass sie nicht nur punktuell, sondern in bestimmten Bereichen eine entsprechende Unterstützung bekommt. Diese Unterstützung haben wir so aufgebaut, dass zwischen Membran und Trägerschale eine Lamellenstruktur ist. Eine flexible Lamelle, die je nach Bedarf immer wieder eine Gegenkraft zur Unterstützung für den Nutzer aufbaut. Diese Bauweise gibt der X-Code Produktfamilie ein eigenes Erscheinungsbild. Wir haben auch diese gleichen Komponenten auf eine zweite Baureihe aufgebaut. Es ist dieses Mal eine Kombination mit Aluminium. Wir benutzen die gleiche Technik, wir benutzen auch die gleichen Komponenten, in dem Fall die Lamellen und auch die Membrane. Allerdings ist die Struktur der Rückenlehne kombiniert mit Aluminium, was uns die Chance gibt, eine ganz andere Linienführung aufzubauen, die wesentlich schlanker aufgebaut ist. Oberflächen, Farben und Materialien ergeben in der jeweiligen Kombination eine breite Produktpalette.